Magst du verraten, was du bestellt hast? 6 Shots für mich und 2 für meine Freunde. Ich meinte mehr so, was drauf ist. Heute ist Manis Geburtstag. Es gab eine Aktion, dass es also 4 Euro pro Shirt. Und zufällige Dinge, also ich weiß nicht, was drauf ist. Ich kann es dann sagen, wenn ich es geschickt bekomme. Ist irgendwie Felix atmest du. Bei mir so komisch? Nee, Felix atmet gerade oder irgendwie in sein Mikro, glaube ich. Ja, ich bin nochmal kurz Luft. Kuppelt so bei mir irgendwie. Oder seltsam. Ja, ich hoffe, das wird sich dann gleich geben. Weißt du noch, was Mani gerne mochte? Mani? Mhm. Keine Ahnung. Was fragst du mich so Dinge? Weil er heute Geburtstag hat. Schön, dann schenk ihr was. Aber ich würde doch gerne ihr was Gutes schenken. Schenk ihr besser irgendwas als gar nichts. Warte, ich kann es dir gleich sagen. Dann schenke ich halt irgendwie selbstgemachte Marmelade oder Wein oder sowas. Ach, das geht doch immer. Aber wir müssen übrigens heute alle ernten, sonst schaffe ich das nicht. Oder schenke einfach ein Bier. Moment mal, Weintraubengelee ist doch was Gutes. Ich schenke Weintraubengelee. Oder schenke eine Vase. Kann man Vasen verschenken? Nein. Nein. Hör mal auf, dein Headset ist am rumkruscheln. Du hast Sprechverbot, bis du wieder an deinem Platz bist. Ja. Bin ich auch entschieden für. Das ist nämlich echt ein unangenehmes Rumkrisseln. Mhm. Mann, ich gar nicht zu Hause. Warum ist Mann ja nicht zu Hause? Ist ja doof. Ist die auch 16:40, dass sie schon wieder irgendwie Bier saufen oder sowas? Übrigens, Lumi, weißt du, was ich gemacht habe? Mhm. Ich habe die erste Staffel von Sex Education durch. Von was? Habe ich dir nicht erzählt, dass ich eine neue Serie angefangen habe, Sex Education? Nein. Okay. Sagst du gar nichts? Auf Netflix. Achso, nee, du warst ja kein Serientyp, dann brauche ich dir das auch nicht erzählen. Nee. Benny, Diamant. Was ist damit? Ich hab's schon ihr was geschenkt. Aber sie hat sich trotzdem gefreut. Also zumindest normal gefreut. Nochmal. So. Das kann. Ich eigentlich. Dekorative Laterne. Achso, ich habe ja mein. Ich hab ja mein Dingens auseinandergenommen. Ich muss es noch mit Inventar leeren. Haben wir irgendwo eine Truhe, wo wir alles, was so Innenausbau ist, reinschmeißen? Ich glaube, dort, wo die ganzen Gegenstände halt drin sind, ne? Da sind halt Waffen. Ne, der ist ja schon fast voll. Was ist denn das da? Thermalstiefel. Plus Verteidigung, plus Immunität. Ah, aber die Feuerwandlerstiefel sind besser. Glaube ich. Also Vasen kann man übrigens nicht verschenken. Gegenstände kannst du grundsätzlich nicht verschenken. Das ist ja fies. Kannst du nur verdicken. Die ist auch schon fast voll. So, ich bin drin. Ich krieg das ja auch angezeigt. Brauche ich es eigentlich nicht sagen. Ha. Packe ich die denn jetzt mal hin? Aber Haley ist echt gemein. Na, so. Ich werd dich anfeuern. Jetzt bin ich, glaube ich, endgültig da. Muss nur nachher nochmal eine Pizza aus dem Ofen holen. Das habe ich heute auch gemacht, Pizza gegessen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Hallo, war Nutella. Sorry für meine geistige Abwesenheit bisher. Ich muss doch noch ein paar Nachrichten beantworten. Wir planen einen Junggesellenabschied für meinen Bruder und das ist einfach das Grauens. Da musstest du jetzt Nachrichten beantworten. Es geht nicht später. Es geht den ganzen Tag, es wird die ganze Zeit rumgezackert. Das Problem ist, dass mein Bruder ein Mensch ist, der mag das halt nicht so, wenn man so diese klassischen Geschlechtertrennungen macht, weil er hat auch sehr viele weibliche Freunde. Dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir auch weibliche Freunde dazu. Und halt eben quasi nicht so dieses klassische Ding. Und dann kam das Problem, dass mein Bruder halt sehr viele Pärchen hat, wo ich gemeint habe, ein Junggesellenabschied nur mit Pärchen und mein Bruder kommt solo, finde ich irgendwie doof. Das Stopp. War jetzt aber. Benni, pflanzt du die Flächen, die leer werden, einfach mal mit auf? Ich versuche jetzt mal alles abzuernten. So, kannst weiterreden. Aber ich persönlich fand es einfach doof, einen Junggesellenabschied zu machen, wo alle mit ihrem Partner kommen, außer meinem Bruder. So,
Aber offensichtlich sehen das alle anderen Pärchen anders und weil ich ja eigentlich Hauptorganisator bin, war jetzt halt den ganzen Nachmittag irgendwie getroffen, warum ich so doof bin und immer eine Person ausladen möchte. Aber gut, ich habe mich jetzt, ich verstehe beide Seiten, habe gesagt, okay, wenn ihr jetzt alle euren Partner dabei haben wollt, dann ist es halt so. So, und jetzt durfte ich mir gerade nochmal von der Freundin anhören, es sei ein Single-Problem, dass man Sachen ohne Partner machen wollen würde. Und ich bin ja Single, aber ehrlich gesagt, finde ich halt einfach das Paar. Die Bräune von deinem Bruder sind alle kacke, ehrlich gesagt. Also es ist halt mit dem Pärchen, sagen wir mal so, er war immer mit einer Person befreundet, dann kam das Pärchen dazu und jetzt sind die Pärchen halt seit 5 Jahren zusammen. So. Und ich hab halt die müssen doch mal was ohneinander machen können. Das muss doch mal gehen. Ja, ich habe dann auch gemeint, das wäre doch irgendwie viel schöner, wenn dann halt irgendwie die ganz alten Leute, mit denen er schon seit 10 Jahren befreundet ist, was macht. Und die Paare bleiben dann halt mal einen Abend keine Paare und der Partner heult dann halt auch nicht rum, weil er jetzt Uwe auch schon seit, also mein Bruder auch schon seit 5 Jahren kennt, aber halt eben erst seit 5 Jahren, aber das geht ja scheinbar nicht. Und deswegen sind wir jetzt halt irgendwie 8 Leute, die miteinander zusammen sind und einer, der seine Freundin daheim lässt und 3 Singles und mein Bruder. Aber einer lässt seine Freundin daheim, das ist doch Bullshit. Dann können doch alle Freundinnen kommen. Weil die Freundin von ihm ja nicht mit ihm befreundet ist. Und deswegen findet er es auch nicht schlimm, wenn sie daheim bleibt. Aber alle anderen nehmen jetzt halt ihren Partner mit. Das ist dumm. Und ich persönlich, also ein Junggesellenabschied macht man traditionsreich einfach getrennt nach Geschlechtern Pech gehabt. Naja, wenn der gleichgeschlechtliche Paare dabei wäre, hätten sie Glück gehabt. Die können zusammenkommen. Nach Geschlechtern getrennt wollten wir alle nicht, weil halt mein Bruder hauptsächlich weibliche Freunde hat. Das wäre irgendwie, dann feiert er halt nur mit den Partnern von seinen Freunden. Es geht darum, ob man einen Junggesellenabschied, wenn man ihn nicht mit Geschlechtertrennung machen möchte und befreundete Pärchen hat, ob man dann von den befreundeten Pärchen nur eine Person einlädt, die Person, die man vielleicht länger kennt, oder ob man dann alle Pärchen einlädt. So. Aber scheinbar ich bin halt die Einzige aus der Clique, die sagt, dass es eine andere Dynamik ist, wenn man eben nicht zu zweit kommt und dass man sich dann halt entscheiden muss, wer von beiden kommt. Aber das, vor allem beim Junggesellenabschied, wo man halt mal Sachen macht, die vielleicht nicht der Partner unbedingt sehen muss. Nee, wir machen ja tatsächlich ganz normale Sachen. Aber wir sind jetzt ja irgendwie als Gruppe irgendwie 16, 17 Leute. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was wir da jetzt zusammen unternehmen wollen und was für ein Restaurant ich für 17 Leute organisieren soll. Aber hey. Ich finde, das ist lockerer, wenn da einfach mal entspannt mal nur einzelne Leute kommen. Ja, das weißt du, das sind halt auch alles Pärchen, die sind seit 8, 9 Jahren zusammen, die kriegst du fast gar nicht mehr. Aber die können doch mal was alleine machen, wenn die so lange zusammen sind, haben sich doch lange genug gesehen. Ja, offensichtlich nicht und scheinbar ist der Partner daheim dann auch angefressen, dass er jetzt ausgerechnet nicht mitkommen darf. Aber wenn keinem der Partner mitkommen darf, ist es doch wieder fair. What ja, dann geht halt gar niemand mehr. Also ja, wenn keiner der anderen Partner mitkommt. Aber es ist halt, wenn du seit 10 Jahren mit jemandem befreundet bist und dein Partner seit 5 Jahren mit dem befreundet und jetzt musst du dir vorstellen, dass dein Partner mit den 5 Jahren sagt, ey, ich will aber auch dabei sein. Ja genau, es geht um den Junggesellenabschied, den nicht. Das entscheidet eigentlich der Organisator oder die Hauptperson, wer eingeladen wird halt, aber naja. Naja, ich bin halt Organisator, aber da mir jetzt halt 4 Leute aufs Dach gestiegen sind, weil ich den jeweiligen Partner quasi rausgekickt habe und die jeweiligen Partner wahrscheinlich auch angefressen sind. Ich habe jetzt keine Lust, mit 8 Leuten dann Stress anzufangen von 15. Oh, ich würde das machen. 14. Einfach nur zum Spaß. Jetzt sitzen sie halt alle dabei, dann ist es halt wieder ein Pärchenabend. So, Gott, wenn es ja sowieso keinen Unterschied macht und ich das ja nur den Unterschied merke, weil ich so ein dummer Single bin und nicht weiß, dass es egal ist. Also in dem Moment, wo es mir pumpig kommt, hätte ich gesagt, ne, da kommen keine Partner. Benni, pass auf, Bett. Ja, ich weiß schon. Ich bin schon im Bett. Ja, du bist ja gar nicht rausgegangen. Ist der Benni. Voll jung und so, Lumi ärgert sich. Naja, er wäre nicht richtig, es ist halt nur, es stresst mich halt, weißt du? Ich habe mir das irgendwie anders gedacht. Wir wären halt vielleicht 8, 9 Leute gewesen, hättest du halt auch richtig was organisieren können mit. Jetzt sind wir 15. Das ist halt schon irgendwie. Doch. Aber dann ist ja, dann sind nicht alle mit Partner da, oder? Ach nee, Moment, doch. Wir sind jetzt, wie gesagt, wir sind 8, also 8 Leute, also jeweils 2. Felix, warum verkaufst du einfach alles? Das war ein Goldner, ich habe das alles normale Zeug, habe ich alles aufgehoben. Ach so, jetzt. Also sind jetzt 4 Pärchen dabei, sprich 8 Leute in Pärchen. Und dann 3 Singles. Ich glaube, dass die anderen 2 auch Singles sind. Und einer, der seine Freundin daheim lässt. Und mein Bruder, der seine Frau natürlich entsprechend auch daheim lässt. So. Word. Also die überwiegende Anzahl ist jetzt halt eben vergeben. Wenn die das alle wollen, also dann ist es jetzt halt so. Aber ja. Weird? Was wolltest du jetzt sagen, Felix? Weird. Ich habe doch das Problem mit den englischsprachigen Dingern, aber ich will es trotzdem gerne aussprechen.
Ihr berichtigt mich schon. TV, welchen Bereich ich studiere? Ich habe mich in die angewandte Informatik vertieft. Warum geht es nicht zu drehen? War nicht ärmer Sachen drehen? Sie keine Angst, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ihr wollt mir jetzt erzählen, ich kann eine Couch nicht drehen. Nein. Doch, du kannst Rechtsklick drauf machen und du kannst sie halt nur so links machen. Ja, R ist nämlich nicht drin, sondern Rechtsklick. Dankeschön. Das war, was ich brauchte. Siehst du, ich habe sogar mit halbem Ohr zugehört, obwohl ich muss jetzt noch ein, zwei Minuten runterkommen, weil ich dieses Gespräch gerade eine halbe Stunde während der S-Bahn geführt habe. Deswegen gerade so ein bisschen noch im Kotzmodus, so. Aber es wird schon besser. Wenn ich jetzt erstmal im Bauch habe und Felix Bier, dann ist alles schön. Was? Dein Bier. Ich habe noch das gute Bier. Liegt so im Kühlschrank. Das gute Bier. Dann trink. Wobei das gute Bier ist ein hessisches Bier. Pam will eine Batterie haben. Davon haben wir ja zum Glück genug. Pizza. Wann habe ich denn die Pizza rein? Das ist eine gute Frage. Habe ich keine Ahnung. Was passiert hier? Hilfe! Schnappelzippel. Wieso darf ich das jetzt nicht wieder hinten? Wer war Pam? Das war die mit dem Bus. Es ist kein Schlappesäppel, es ist ein sächsisches Bier, was ich ja durch die Wette bekommen habe. Keine Ahnung, ob das wirklich gut ist, aber Felix sagt, dass es gut ist. Aber ich bin eh ein Bierbanause, also wenn es mir nicht schmeckt, ist es wahrscheinlich ein gutes Bier. Findest du? Das ist ja, im Ranking, im Bierdingens ist es, glaube ich, kein gutes Pilz, aber ja, das ist das, was in Sachsen relativ gut zu bekommen ist. Und ich hab einen Esstisch. Es schmeckt. Ich mag ja tatsächlich eher so zu Weizen. Haben wir eigentlich heute schon geerntet? Nee, ne? Heute muss ich noch ernten. Und gießen. Eigentlich war ja mal Idee, dass wir hier mal in die Schädelhöhle gehen, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Heute? Nee, heute nie. Das müssen wir schon vorbereiten mit, meine, nicht Ingame-Tag heute, sondern heute im Stream. Heute im Stream ist eine gute Idee. Ingame würde ich auch widersprechen, weil ich muss jetzt noch gleich rausrennen, die Pizza holen. Ich bin noch nicht. Hey, ich habe Müll gefunden. Hallo, Flower. Angewandte Informatik ist Computerwissenschaften. Ich habe keine Ahnung, wie deine Fakultät das einteilt. Angewandte Informatik ist halt bei uns. Angewandte Informatik halt. Erzählt zum Beispiel auch drunter sowas wie Machine Learning Algorithmen. Wobei, nee, künstliche Intelligenz ist was anderes, das zählt zum Machine Learning. Aber da zählt sowas wie Computer-Mensch-Interaktion, wie man UI-Design benutzt und sowas rein. Unter anderem auch. Da zählt eigentlich alles rein, was in die anderen Bereiche nicht reingehört hat. Sorry, war gerade halb an den Stream. Größte Brauereidichte Erlangen, die Gegend, oder? Du stellst Fragen. Meine Brauerei ist circa 2 Autominuten von mir entfernt. Deine Brauerei? Die hast du nämlich gepachtet, die gehört nur dir. Ja klar, Feldschlöchen. So, ich gucke jetzt mal, ob die Pizza fertig ist. Heute gibt es nämlich die gute Ofenpizza. Ofenpizza. Ja, fertig, die gute Fertigpizza. Tatsächlich gab es heute bei mir auch Fertigpizza, aber ich habe wieder meinen üblichen Trick gemacht. Margarita billig gekauft und dann frische Sachen draufgelegt. Coole Sachen. Frische Sachen. Dafür hatte ich jetzt heute keine Zeit mehr. Es musste jetzt schnell und was Essbares sein. Ich bin gleich wieder da und ich nehme das Bier auch mit. Ah, essbar. War ziemlich gut essbar. Ich habe gestern, kurz bevor ich ins Bett bin, eine lose kalte Ravioli gegessen. Ich hatte Hunger, wo jemand fragt. Du in Ravioli ist sowieso so eine Legende inzwischen, ey. Krass, kalte Ravioli? Du und deine Ravioli ist inzwischen eine Legende, habe ich gesagt. Legende? Mhm. Warum das denn? Und zumindest für mich. Kann ich Rüben auch einmachen? Klar. Gibt eingelegte Rüben. Zack. Lumi steht wieder im Weg rum, wie immer. Ich habe keine NPC-Dame, die hier steht. Ja, kaufe ich. Ja, nein. So, Pam wollte eine Batterie haben. Halt! Wir können schneller sein. Lumi ist halt immer mittendrin statt nur dabei. Was hab ich denn hier noch? Hab ich auch noch Kram drin. Wenn man schlau ist, packt man, glaube ich, die Pferde tatsächlich an den Ein- und Ausgang.
Und nicht irgendwo mitten rein, wo gerade Platz ist. Ja, das war aber gerade Platz. Sag ja, nicht da rein, wo gerade Platz ist. Ja, wo willst du sonst hinpacken? Ich meine, umlegen können wir das immer noch. Hast du eigentlich mir das Pam Ding ist kein. Moment mal. Ich habe Pam eine Batterie gegeben, dafür nee. Gab es 400 Kreuzer. Ich meinte, gestern hatte noch Mani Geburtstag, ob du ihr auch was geschenkt hast. Nein. Ich benötige eine Fuhre von Auberginen. Könnt ihr mir ein Bau welche bringen? Kennt wer dankbar. Du hattest gesagt, dass ich das Feld mit abernten soll und da habe ich das gemacht. Ja, das ist gut. wohnt doch da. Wohnen die nicht da im Trailer? Du kannst so einfach, ja, du kannst so einfach zum Bus gehen. Stimmt, die ist ja Busfahrerin. Ja, hab ich vorhin gesagt. Mir hört nur keiner zu. Ja, wie immer. Ich habe das mit Lumi letztens schon besprochen, wo wir Autochess gespielt haben, weil ich habe die ganze Zeit vor mich hingelabert, so über die Sachen, die ich gerade mache. Und Lumi konnte da wohl nicht richtig spielen, weil die mir dabei so halb immer zuhören musste, quasi. Ja, hey, ich bin so, danke, mein Kind. Systemtechnikstudium, was verstehst du unter Systemtechnik, muss ich dich da mal fragen, tatsächlich. Oh, Millionär, guck mal. Hast du auch den Erfolg Millionär bekommen? Also, wenn du unter Systemtechnik das verstehst, ich hab mal Informationen Systemtechnik angefangen zu studieren. Das ist aber 60% Elektrotechnik, 40% Informatik. Ich wollte Auberginen holen. Da musst du dich viel mit Elektrotechnik und wirklich der Hardware-Nähe sozusagen auseinandersetzen. Das ist auch ein Studiengang, sag mal so, Informatik fangen pro Jahr, ich glaube, 1000 Leute ungefähr an. Pi mal Daumen, sowas in der Größenordnung. Zwischen 800 und 1000. Nur den Informatik-Studiengang, wir haben noch mehr Studiengänge, die in Richtung Informatik gehen. Und Informationssystemtechnik fangen 70 an ungefähr. Zumindest in meinem Jahrgangszeit. Ich bin gleich da. Ich bereite dir alles vor. Du solltest deine Kamera mitnehmen. Aber wie gesagt, das ist immer die Einteilungen. Die Vertiefungsrichtung ist gar nicht so wichtig. Warum musst denn du jetzt, wenn du noch nicht mehr studierst, die Vertiefungsrichtung wählen? Wenn du die Vertiefungsrichtung wählst, ist doch normalerweise erst nach den ersten 2 Jahren. Oder beziehungsweise nach dem Bachelor, wenn du Bachelor machst. Das doch kennt. Sieht nach einem guten Tag zum Fischen aus, nicht? Nee, du wolltest Auberginen haben. Oh, du hast mir gebracht, weil ich gefragt habe, dass ich perfekt aussehe. Ich hab das wieder Mühe. Sehr schön. So, Lumi ist weg. Ich bin Millionär. Warum bist du Millionär? Ich nicht. Keine Ahnung, ich habe den Millionärserfolg bekommen. Achso, den hatte ich irgendwann schon von anders, glaube ich. Ja, du hast ja auch schon viel mehr gespielt als ich. Kann vielleicht daran liegen. Kann ein bisschen angeln gehen. Ich wurde downgetradet, Xan. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du die neuen Kalibrierungsgame meinst und du sprichst von Auto-Chess. Downgetradet? Was heißt denn downgetradet? Downgerankt. Ich habe es falsch gelesen gerade. So, Feldschlösschen. Hast du denn schon deine Dota-Kalibrierungsgames gemacht? Nee, ich habe jetzt 2 gemacht. Habt ihr eigentlich auch, Feedback, wo ihr dann ungefähr landen werdet, wenn ihr 1 gespielt habt? Nee, gar nicht. Aber es orientiert sich ja sowieso am Alten und angeblich sind. Also ich habe jetzt 2 verschiedene Sachen gehört. Bei Group Ranked sind es 500 MMR, die man wohl gut machen kann. Bei Solo Ranked 750, je nachdem, was von der Quelle man fragt. Und entsprechend kann ich sowieso nicht krass viel besser werden. Also man braucht sich da, glaube ich, gar nicht so einen Kopf zu machen. Prost, ich trinke jetzt ein Feldschlösschen. Jo, Prost. Guten Appetit, ja, zum Wohl. Guten Appetit trifft's auch, ich hab mich auch noch bezählt. Schmave, da muss ich mal sagen, Robotics würde es auch beschreiben, ist zwar ganz nett, aber wenn du, egal welches Studium du machst, du wirst in den ersten 3 Jahren dich nicht auf Robotics spezialisieren können. Du machst erstmal, gerade bei Informatik, Mathe-Studium quasi. Also bei Elektrotechnik ist ein bisschen schlimmer, bei Mathe nicht. Mathe machst du, bei Informatik machst du eher Logikstudium, also mathematische Logik machst du viel. Bei Elektrotechnik wirklich Mathematik im Sinne von Ableitungen und Differenzieren und sowas. Das musst du dort in- und auswendig können. Durch meine nächste Schule kann ich ohne zusätzliches Jahr nur im Informatikbereich ein Studium anfangen. Ja.
Aber Robotics würde ich im Allgemeinen eher zur Elektrotechnik zählen, nicht zur Informatik, muss ich mal so sagen. Klingt blöd, ist aber so. Informatik ist halt Software. Und zwar nur Software üblicherweise, außer technische Informatik, die macht so ein bisschen Hardware mit. Aber nicht genug, um Robotics zu rechtfertigen. Ich wollte euch jetzt da nicht... wollte keine Meinung dazu kundtun. Zu was? Nee, ob Robotics ich Informatik ist. Aus. Ich bin da auch draußen. Also. Ja, wo ich nicht mitreden kann. Auch nicht. Na gut. Und will. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich dich mute bei Sachen, wenn ich parallel anderen Fragen antworten will. Ja, ich hab da Kurztasten. Ja, hat kann auch mich mal muten, damit ich euch weg damit nicht voll labere. Wenn's... Nee, alles gut, gar kein Ding, aber ich wollte parallel Flower Crower noch antworten, das Mittelfranken und Oberfranken. Ich glaube, es ist generell ganz gut, wenn wir uns muten, wenn wir mit unserem Chat speziell reden. Ja, weil es ja mittlerweile sind es ja doch irgendwie einige, die hin und wieder mal schreiben. Und ja. Gerade bei dir geht immer die Party ab. Naja, Party geht jetzt bei mir auch nicht krass ab. Warte mal, bin ich jetzt zugemutet? Da fällt mir ein, falls hier bei mir, ne, Multilink ist wieder eingerichtet bei mir. Nee, bin ich nicht gemutet. Lumi. Ich weiß zwar nicht, wie man das macht, aber... Multitrink. Ich hab den dir gerade ein Dingens geschickt. Kannst du den mal bei mir auch posten? Ich bin gerade nicht bei dir. Ich soll doch nicht mehr in deinem Chat rumhängen. Das hab ich nie gesagt. Doch, letztes Mal wurde gesagt, wo ich in den Chat gegangen bin, dass ich dann da rausgehen soll. Hab ich dann gemacht. Was? Ja. Da hast du mit Chrisel und mich gelästert und hast irgendwie nicht reingekichert, so, dann bin ich hingegangen und dann wurde gesagt, ich soll weggehen. Und dann bin ich weggegangen. Bist du gleich vom Negativen ausgehst, wir haben überhaupt nicht gelästert. Natürlich wurde gelästert. Wir haben voll die netten Sachen erzählt, aber Ja. Du musst trotzdem nicht immer alles wissen. Was macht ihr denn gerade? Ich tue hier die ganze Zeit den... Hallo Sarah. Ich versuche hier verzweifelt einen Hotkey einzurichten. Das ist so schwierig. Ich die ganze Zeit den Hof bewirtschaften. Ich bin am Angeln. Warum macht er das nicht? Ich bin am Angeln, deswegen kann ich reden. Oh, Alter. Oh, der Fisch ist fies. Komm schon. Bevor ich einschlafe. Oh, was hab ich denn gefangen? Ich habe eine super Seegurke. Super, super duper. Lass mir den passenden Sound dazu machen. So, die super Seegurke. Robotics geht unter Informatik. Ich meine, ich muss mich jetzt mal dafür. Sorry, Leute. Irgendwie völligst überfordert heute. Muss ich auch mal sehen, ob ich gemutet bin. So. Ups. Robotics fällt unter Informatikstudium. Ist aber 60% Hardware. Und noch. Also, das würde ich dann unter technische Informatik zählen. Ein- und ausschalten. Dann kann das in die Richtung gehen, aber dann hast du trotzdem. Also. Elektrotechnik baut halt die ganzen Motoren und sowas selber und die Treiber und sowas, während technische Informatik halt eher die Sachen benutzt, die gegeben werden und dann sich halt nicht um die Treiber und so kümmern, sondern einfach nur um das Anschließen quasi benutzen, würde ich so ein bisschen beurteilen. Also sozusagen die Motoren und sowas einfach benutzt mit den passenden Treibern, während die Elektrotechnik halt die Treiber selber schreibt, noch ein bisschen näher in die Hardware reingeht. Deswegen. Und dann würde ich ja schon noch einen Unterschied ziehen. Also irgendwie funktioniert das alles nicht so. Bei mir schon. Ich habe gerade gemutet, habe mit meinem Chat geredet. Schlaf, schlaf. Sarah, was machst du denn? Dann aus der Tür rausgegangen und dann schnell wieder rein und da war es 2 Uhr, bei genau. Mir, bei mir schon. Ich muss nur wissen, welcher Knopf der richtige ist. Bei also. Mir geht das. Jetzt, aber das Ding ist, er schaltet mir auch Mikrofon und alles aus, aber er schaltet es mir nicht mehr an, aber da steht doch ein- und ausschalten, oder? Ich wollte es nur kurz nachgucken, deswegen habe ich nicht weitergemacht, das war mein Fehler.